Hä? Ich werde doch kein Papier essen, ey. Schaut mal, durch ihn sehen wir alles verkehrt rum. Cool. Oh, das ist das beste Esspapier, das ich je gesehen habe. Oh, ich meinte, je gegessen habe. Los, los, Pikachu! Hey, warte mal, was scheißt du rum? Ich spiele Pokémon. Okay, lass mich mal den Pokéball anschauen. So, aber das ist gar nicht Pikachu. Das ist ein anderes Pokémon. Wie heißt es nochmal? Mann, es liegt mir auf der Zunge, aber ich weiß es nicht mehr. Hey, wer ist der da? Meinst du den da hinten? Ja, der beobachtet uns voll. Das ist Son Goku. Ich habe den mit einem 3D-Stift gezeichnet, der ist einfach klasse. Vielleicht sollte ich auch mal ein Video auf diesem Kanal über eine 3D-Zeichnung machen, oder? Das ist also ein Pokéball. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache einen Pokéball aus Gelatine. Aus Gelatine ein Pokéball? Dann wird es ja so sein wie ich, oder? Ja, fast. Bloß den kann man dann auch noch essen. Ah, ich liebe Essen. Ja, das weiß ich doch. Hier, das alles brauchst du für den Pokéball. Oh, danke schön. Lebensmittelfarbe, Gelatine und natürlich noch Gelee. Perfekt. So, das alles kommt beiseite und wir nehmen unseren Silikon. So. Ach, übrigens, Lucky, unser Son Goku hat auch einen Pokéball. Dessen Pokéball kann ich aber irgendwie nicht öffnen. Hey, das ist doch kein Pokéball. Das ist ein einfacher Ball mit 4 Sternen. Wirklich? Na klar doch. Und ich dachte, es wäre ein Pokéball. Freunde, wer von euch weiß, wie dieser Ball hier heißt, ah? Schaut mal, durch ihn sehen wir alles verkehrt rum. Cool. Also, ich habe hier so eine Plastikbox und dann kommt unser Pokéball rein. Aha, unser. Es ist meiner, nicht unser, klar? So, jetzt vermische ich unseren Silikon. So, bloß nicht zu geizig sein, immer rein da. Und jetzt vermische ich es mal. Aha. Jetzt einfach über den Pokéball drüber kippen. So. Oh oh, zu wenig Silikon. Ich muss noch mehr zusammenmischen. Jetzt habe ich wieder ein kleines Problem. Der Ball bleibt nicht unten, sondern will immer nach oben. Naja. Also Freunde, es sind ein paar Stunden vergangen. Wir können das Teil da jetzt rausholen. Das dauert ja heute ziemlich lange bei dir. Ja, ich weiß, aber es wird dafür ziemlich gut. Na, hoffentlich. So, ich schneide es jetzt hier so durch. Aha, und hole danach den Pokéball da wieder raus. Na, hoffentlich wird das auch klappen. So Freunde, unser Pokéball ist raus. Wir machen jetzt unsere Gelatine fertig. Hey, ich habe voll Hunger. Merkst du das denn nicht? Doch, ich habe es gemerkt und hier, das ist für dich. Was ist das? Das? Das ist Esspapier. Cool, ha? Hä? Ich werde doch kein Papier essen, ey. Na, ich würde es mir nochmal überlegen, denn das Papier hier schmeckt richtig gut und es sieht noch lustig aus. Mit solchen Smileys. Was? Smileys? Ich liebe Smileys. Ah, gib mal her hier. Oh, das ist das beste Esspapier, das ich je gesehen habe. Oh, ich meinte, je gegessen habe. Also, die Gelatine ist bereits fertig und jetzt kommt es mit Hilfe eines Trichters in die Silikonform. Na toll, ganz toll. Also echt, typisch für mich. Ich habe wie immer zu viel reingemacht. Naja, und mit Hilfe einer Spritze kommt das jetzt schnell wieder weg, bevor es fest wird. Also, es ist soweit. Es sind circa wieder 2 Stunden vergangen und wir holen das Teil da jetzt wieder raus. Na Freunde, es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Sieht denn nicht klasse aus, ah? Das sind ein paar Luftblasen zu viel und das Teil hinten, aber das schneide ich noch weg. Also, wem gefällt es von euch, Freunde? Wow, also mir gefällt er. Na komm, kleiner Pokéball. Hoppa, oh, etwas schwer. Freunde, wenn euch das Video unterhalten hat, drückt Like und bei 10.000 Likes kommt das nächste Video mit Lucky Bear. Bye, bye.